Balance von Körper, Geist und Seele. Wenn wir an die Gesundheit denken, sind Ernährung und Bewegung typischerweise die ersten Dinge, die uns in den Sinn kommen. Bei guter Gesundheit geht es jedoch nicht nur um den physischen Körper. Unser Geist und unser Körper sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig enorm. So kann beispielsweise eine Stresssituation, die negative Gedanken verursacht, zu körperlichen Schmerzen oder Krankheiten führen. Es ist wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele aufrechtzuerhalten, indem man sein ganzes Selbst nährt, einschließlich seiner körperlichen, geistigen, emotionalen und spirituellen Bedürfnisse. Es gibt viele Dinge, die du in deinem täglichen Leben tun kannst, um das allgemeine Wohlbefinden zu erreichen. Hier sind 15 einfache Tipps zur Balance von Körper, Geist und Seele. Nummer 1. Regelmäßig lesen und lernen. Deine Bildung sollte nicht aufhören, wenn du nicht in der Schule bist. Öffne deinen Geist für neue Möglichkeiten, Überzeugungen und Interessen, indem du liest, Online-Kurse besuchst, Dokumentationen ansiehst und an Workshops teilnimmst. Nummer 2. Meditiere regelmäßig. Meditation verbessert Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Stimmung, Immunsystem, Schlaf und Kreativität. Alles, was man braucht, sind ein paar Minuten pro Tag, um die Früchte zu ernten. Nummer 3. Vermeide langes Sitzen. Versuche nach Möglichkeit, während der Arbeit zu stehen oder dich zu bewegen. Zu viel Sitzen ist mit Herzerkrankungen, Diabetes und einer verkürzten Lebenserwartung verbunden. Nummer 4. Täglich mindestens 15 Minuten mäßige bis schnelle Bewegung. Lebst du in der Nähe deiner Arbeit? Gehe an schönen Tagen zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. Bewegung ist wichtig für die Gesundheit des Herzens, die körperliche Ausdauer und die Stimmung. Nummer 5. Verbringe Zeit im Freien. Der Sommer ist die perfekte Jahreszeit für Wanderungen, Bootsfahrten, Picknicks, Outdoor-Sportarten, Camping und vieles mehr. Nummer 6. Deine Leidenschaften wecken. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um das zu tun, was deine Seele glücklich macht. Viele von uns arbeiten so viel, dass wir vergessen, wie toll es sich anfühlt, zu malen, zu tanzen, Musik zu machen, zu schreiben, zu gärtnern oder zu schwimmen. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 7. Höre regelmäßig Musik. Sing mit und tanze. Nummer 8. Sei dankbar. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit zum Schreiben oder Nachdenken über die Dinge, für die du dankbar bist. Dazu gehören Familie, Freunde, Haustiere, Essen, Unterkunft, Gesundheit oder die Schönheit der Natur. Nummer 9. Sei zu jedem freundlich. Das gilt auch für dich selbst. Nummer 10. Finde einen Karriereweg, der für dich von Bedeutung ist. Verfolge deine Träume, nicht den Reichtum. Nummer 11. Reduziere Stressquellen aus deinem Leben. Dazu gehören unnötige Ausgaben, Unordnung, ein Job, den du hast, oder ungesunde Beziehungen. Nummer 12. Vermeide Klatsch, Tratsch und Drama. Das Bewerten deiner Nachbarn und Mitarbeiter macht dich nicht überlegen. Es erschwert anderen, dir zu vertrauen. Nummer 13. Lache häufig. Wenn du das Leben zu ernst nimmst, wirst du eine ganze Reihe von guten Zeiten verpassen. Nummer 14. Reise und lerne andere Kulturen kennen. Tue dies so oft du kannst. Nummer 15. Vergib dir selbst für deine vergangenen Fehler. Lerne aus der Vergangenheit, aber lass dich nicht von ihr zerstören. Hast du noch andere Tipps zur Balance von Körper, Geist und Seele? Schreib sie uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.